Willkommen, meine Damen und Herren, zu Let's Play Wario Land 3. Ich habe letztes Mal den Boss besiegt, den letzten Boss, diesen großen, bösen, hässlichen Clown. Aber ich mache jetzt noch weiter und wie man sieht, hat sich schon was verändert. Alle Level, denen es noch irgendetwas zu tun gibt, haben jetzt ihre Farbe verändert. Das ist dieses rote Leuchtende. Hier habe ich schon alles, deswegen ist es wieder normal. Ich gehe mal jetzt einfach mal kurz in den Tempel, um zu zeigen, was jetzt hier abgeht. Nämlich ganz normal, er sagt mir, wo ich als nächstes hin muss. The Vast Plain. Da würde ich mal sagen. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, was hier war, kann ich auch schon machen. Da muss ich mal gucken, was war. Hier die grüne Box, die blaue. Ah, nee. Ne, habe ich verwechselt. Das ist auch gar nicht das Thema, was ich suchte. Ja. Hilft mir jetzt gerade mal nicht weiter. Gut, dann tue ich einfach mal das, was der Baum sagt und gehe zu The Vast Plain. Hier sehe ich, ist noch dieser... Oh nein, falsche Taste. Der komische Frosch, den ich ja mit der Stampfattacke runter schubsen konnte. Da ich ja schon die verstärkte Stampfattacke habe, ist das... Hat er überhaupt keine Chance mehr gegen mich gehabt. Das muss jetzt nicht sein. Das Schöne ist, bisher konnte ich immer diesen Bonus-Leveln ziemlich... Oh Gott. Ah, geschafft. Ziemlich gut ausweichen. Das geht jetzt nicht mehr, jetzt kommen sie alle dran. Und ich weiß nicht, wo genau daran das festgesetzt ist. Ob es am Fortschritt liegt oder einfach nur daran, wie viel Geld man hat. Jedenfalls im Laufe des Spiels werden die Minispiele immer teurer. Am Anfang haben sie ja nur 10 Münzen gekostet. Irgendwann kosten dann 20 Münzen. Jetzt kosten sie 50 Münzen und das ist nicht witzig. Oh, das ist einfach. Naja. Oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott. Puh. Mir ist es natürlich immer lieber, wenn es nur 50 Münzen kostet und... Ach, schade. Ich meine mich zu erinnern, dass hier oben nämlich noch etwas war. Ja, der rote Schlüssel. Und da ist auch die rote Kiste schon. Gut, dann hier den ganzen Weg zurück und durch das Rohr raus, ja. Ja, den ignoriere ich jetzt einfach mal. Den auch. Und dir würde ich lieber nochmal... Ich rate dir, es dir zweimal zu überlegen, wem du die Zunge rausstreckst. Naja. Weg. Weg. Hier ist das Minigame. Ich tritt mal der, wie ich glaube, ich war der. Ja, toll. Rechts vor links, aber die goldene Mitte geht bekanntermaßen vor. Ja. Und hier ist noch ein Rückweg, falls ich den Schlüssel nicht habe, aber ich habe ihn ja. Und. Der Stift. Ein Wachsmalstift. Der hat den Berg angemalt. Allerdings hat das alleine noch nicht allzu viel gebracht. Jetzt mal überlegen, Vast Plain, was gab's denn dann noch? Kannte ich das dann schon machen? Ich schwöre, wenn ich jetzt nicht sehe, was hier noch zu machen gab. Also, da war die Bohnenstange, sehe ich. Die hatte ich ja gemacht, ja. Da war dieser dumme Mond. Nee, das kann ich noch nicht machen, genau. Bank of the Wild River, da ist auf jeden Fall was. Da habe ich ja die graue, ist ja gleich neben mir, die
grüne war ja mit der Strömung. Hier kann ich nicht lang, aber als ich diesen verbesserten Angriff bekam, kann ich jetzt diese Wände hier einreißen und da finde ich die rote Kiste gut. Immer gut, wenn man schon mal weiß, wo die steckt. Gut, hier ist ein Feuermann, den brauche ich nicht. Gut, hier war, glaube ich, was war hier drin? Ja. Weg. Ja, wunderbar, da ist eine Münze, die könnte ich mir jetzt holen. Muss aber nicht sein, da ich mir die... Es macht ja keinen Sinn, Music Coins einzusammeln, solange ich nicht alle einsammle. Weil wenn ich nicht alle einsammle, dann, okay. Ah ne, das war Feuer, genau. Hier war auf jeden Fall auch noch irgendein Secret und das musste man mit irgendeiner anderen Art aufbrechen, in dem Fall Feuer. Bringt mir jetzt glaube auch nichts, muss ich mir später merken. Ja, da war ein bisschen hin und her. Für eine Kupfer, eine Music Coin auf jeden Fall, da ist er. Wie gesagt, eigentlich macht es keinen großen Sinn. Oh Gott. Nein. Macht es keinen großen Sinn, sie einzusammeln, weil, sage ich halt, ich alle einsammle, sind sie nachher eh wieder weg, wenn ich das Level verlasse. Hier in der letzten Bereich finde ich ja, den roten Schlüssel natürlich. Ja, dann gehe ich mal hier schön zurück, so mach mir die Strömung zunutze. Und oh, das war jetzt ja überhaupt keine Absicht, überhaupt kein Versehen, ah, schade. Hier irgendwo hier oben war, ja, da war noch eine Münze versteckt. Aber die interessiert mich nicht, mich interessiert nur die Kiste. Da ist er doch, das ist es doch, das suchte ich. Eine Münze. Tada. Tada. Das ist die Lupe. Mit der habe ich jetzt einen B-Knopf im Inventar. Den kann ich bei jedem Level öffnen. Und den, das muss ich gedrückt halten. Dann sehe ich erstens, welche Richtung ich mich bewegen kann. Und welche Gegenstände ich in diesem Level gesammelt habe. Die Axt, das Honigglas hatte ich es genannt. Da war aber, glaube ich, eine Wolke drin. The Cloud in a Bottle. Die Schwimmflossen und die Spielbox. Und das daneben zeigt an, ob ich alle 8 Münzen in dem Music Coins gesammelt habe. Was in dem Fall nicht der Fall ist. Ja, hier fehlt mir noch 2. Aber gucken wir mal. Da fehlt mir das letzte, genau wie hier. The Title Coast fehlt mir noch 2. Da kann ich auf jeden Fall auch was machen, das. Hi. Ja, ich weiß, eins fällt mir ein, das konnte ich machen, das andere nicht. Das müsste... Nee, das geht... Nee. Also hier komme ich zwar durch, weil ich ja... jetzt stark angreifen kann, aber hier komme ich definitiv nicht durch. Das ist natürlich jetzt... Schabala. Ah ja, ich fällt's mir ein, genau, das gab es auch noch. Oh Gott, war klar. So, das war, glaube ich, hier, genau. Ja, wunderbar. Ja, versuchen wir es einfach nochmal nachts. Jetzt ist der Wasserschein etwas höher. Ja, geh weg da. Ah ja, boah, mit dem Bodensprung geht das ja eigentlich alles ganz gut. Du lässt mich in Ruhe. Hier drin wurde nämlich
wenn ich mich jetzt nicht total irre, das Netz erweitert durch diesen kleinen Ampelmann mit der roten Mütze, die dann auf einmal blau war. Der hat ja auch das Gitter in diesem Turm. Das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Das Gitter in diesem Turm ja ausgebessert und halt auch hier. Ja, dann möchte ich jetzt hier schön nicht runterfallen und den nächsten Raum. Rückweg gibt's nicht. Hier sind diese nervigen Vögel. Das nervige an den Vögeln ist nervige an den Vögeln. Oh Gott. Ah, nein, nein, nein. Hier gibt's keinen Ausweg. Nee. Das nervige an den Vögeln ist, dass sie auch immer wieder neu spawnen. Das gilt zwar auch für die Insekten, sobald ich den Raum verlasse, aber bei den Vögeln ist es halt noch extremer. Oh Gott. Fehler mache ich auch jedes Mal wieder. Also gut, bisher noch nicht, aber privat gezockt. Immer wieder denselben Mist. Aha. Gut, gut, das ist ja noch nicht so schwer. Das wird auch noch schlimmer. Vogel. 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 Hier ist ein Safe Point, aber wenn ich ungünstig da getroffen werde, dann fliege ich auch wieder zurück. Da ist auf jeden Fall schon mal die Kiste gewesen. Ja, da muss ich jetzt hier nochmal in den Krabbelviechern vorbei. Hier ist auch ein Checkpoint, aber wenn der mich jetzt getroffen hätte, dann hätte ich von ganz von Anfang anfangen müssen. Das wäre auch nicht so gut gewesen. Oh, Jimmy. Ja. Das ist aber alles doch ziemlich einfach gewesen, ja. Jetzt kommt noch der letzte Abschnitt. Komm, Vogel. Nein, nein. Ja, gut. Das war ja spektakulär. Also das war jetzt wirklich nicht geplant. Umso peinlicher war, dass ich den grünen Schlüssel vergessen habe. Naja. So was Blödes aber auch. Der grüne Schlüssel war hier, mach dich mal nützlich. Hier oben meine ich. Ist richtig langweilig und das war klar. Nein. Ja, komm her. Ja, ja, gleich nochmal. Was? Und ich zähle nochmal bis auf den Sack. Ich. Ja, na gut, ich habe heute schon eine gemerkt, wie schlecht ich darin bin, mir spontan was spontan zu improvisieren. Das habe ich noch nie gewusst, dass es hier offen ist. Hätte man ja auch mal im Nebensatz erwähnen können von den Viechern hier. Die haben das bestimmt gewusst. So was. Spiele ich das Spiel schon 5-mal in meinem Leben durch und erfahre jetzt, dass das da ein Geheimgang ist. Oh, das war knapp. Ja, da ist der Schlüssel. Ich bin mir gar nicht so sicher. Es hätte sogar sein können, dass ich den Bereich eben sogar von Anfang an schon betreten kann. Da bin ich jetzt wirklich ein bisschen überfragt. Aber auf jeden Fall, was man, ja, dafür musste man Platz sein, sagen kann, ist, dass man an den grünen Schlüssel ja dann nur drankommt, wenn man auch einen Angriff machen kann. Was würde mich schon wundern, wenn das hier von Anfang an verfügbar wäre. Aha. Multicle. Naja, Vogel. 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 Vogel.
Sehr gut. Ich habe vergessen, den Ton auszuschalten von meinem Handy. Das habe ich jetzt so vor kurzem angefangen. Stelle ich mir immer auf 15 Minuten, damit ich wirklich ein gutes zeitliches Gefühl habe, weil auf die Uhr gucken alleine reicht nicht. Das funktioniert nicht. Sehe ich da, aha, es ist, keine Ahnung, 18.05 Uhr. Spiele ich 10 Minuten, aber weiß ich nicht mehr, wann ich angefangen habe. Ja, gewöhnlich. Ich mache jetzt mal das einfach mal durch, also. Einfach mal, um zu zeigen. Au, ein Propeller. Ja, den Propeller, den sieht man da. Dem konnte man, ja, da dran setzen und dann hat er sich sogar gedreht. Und wie beim Propeller übrig, erzeugt er damit einen Luftstrom, der mich in A Town in Chaos weiter voranbringt. Gehe ich da jetzt gleich hin? Es gibt hier noch eine ganze andere Menge zu tun. Aber das soll mich jetzt nicht beschäftigen, das mache ich dann in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Zauberwürfel-Gamer.